Leute, heute starte ich ein gefährliches Experiment, was erstmal gar nicht so gefährlich aussieht. Ich gehe nämlich richtig zocken. 1 Euro weg. Dreimal die 7. Ich glaube, ich habe 12 Euro gewonnen. Zum ersten Mal am Spielautomaten. Und das ist deshalb gefährlich, weil echt viele Leute davon süchtig werden. Also 150.000. 150.000 ja. Euro hast du, würde ich schon sagen, verzockt. Ja. Gerrit zum Beispiel, den werde ich später auch noch treffen, der hat damit sein ganzes Leben ruiniert. Und dann war ich so weit, dass ich über einen Suizid nachgedacht habe. Ich will jetzt wissen, was das mit mir macht, am Spielautomaten zu hängen und einfach zu zocken. Ich habe 50 Euro Spielgeld. Ja, mal sehen, wie lange ich die habe oder ob ich vielleicht mit mehr wieder rauskomme. Wer weiß. Gefühlt hängen Spielautomaten ja in fast jeder Kneipe. Ich sehe sie schon. Ja, da kann ich mich jetzt so richtig austoben. Ich muss aber zugeben, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie die Dinger funktionieren. Jetzt habe ich schon auf den ersten Blick einen Unterschied gesehen zwischen diesen Automaten. Hier oben steht, dieses Gerät ist frei bespielbar. Dieses Gerät darf nach Spielverordnung ohne Code oder Spielerkarte bespielt werden. Also meine Interpretation ist, dieser Automat scheint etwas harmloser zu sein als diese hier. Ja, aber ich will jetzt ja hier mal so richtig einsteigen ins Zockerbusiness, also hole ich mir natürlich eine Spielerkarte, das ist klar. Die gibt's ab 18 an der Bar. Nur damit lässt sich der Automat entsperren. Ah, it's magic. Das kommt mir bekannt vor. Normalerweise würde ich vielleicht mal mit irgendwie 2 Euro anfangen, aber jetzt habe ich ja 50 Euro in der Tasche. Jetzt schmeiße ich mal einen Zehner rein. Den hat er schnell gefressen. Zack, weg ist er. So, hier steht Superstart, da steht Start nehmen. Ich drücke einfach mal hier auf Start. Ne? 3 Melonen, das ist bestimmt gut. Habe ich jetzt irgendwas gewonnen? Noch habe ich nichts gewonnen. Aber ich glaube, ach so, ich spiele auch immer nur mit 10 Cent. 3 Orangen! 3 Orangen, ich habe 40 Cent gewonnen. Okay, ich muss den Einsatz erhöhen, das ist schon mal klar. Mit 10 Cent spielen, das ist natürlich, das ist nix. Ich glaube, jetzt spiele ich mit 1 Euro. 1 Euro weg. Eieieiei, das geht ganz schön schnell. Also jetzt habe ich in einer knappen Minute, würde ich sagen, 4 Euro verspielt. Weil ich das Risiko so erhöht habe, aber ich weiß nicht, wie ich das jetzt wieder reduzieren kann. Kann ich da irgendwas... Jetzt habe ich es schon wieder erhöht. Von meinen 10 Euro habe ich jetzt noch 1,80 Euro. Ja. 3 mal die 7. Ich glaube, ich habe 12 Euro gewonnen. Ich glaube, ich habe 12 Euro gewonnen, Leute. Hier, guck, da. Ah, das ist nicht schlecht jetzt. Ich hatte fast alles verspielt und jetzt habe ich... jetzt bin ich im Plus. Aber mein Spielerglück hält nicht lange an. Schon ein paar Minuten später bin ich wieder bei Null. Zack, Spiel beendet, Geld einwerfen, 10 Euro weg. Das geht fix. Die Gefahr, süchtig zu werden, ist bei Spielautomaten besonders groß. Der Grund? Schnelle Spielabfolgen, viel Action an den Tasten und irgendwann kein Überblick mehr über die eigenen Einsätze. Wir machen jetzt mal einen Test. Wir sind jetzt hier auch in einem großen Experiment. Und noch habe ich Geld. Also 10 Euro kommen rein, ich drücke so schnell es geht immer auf Start und dann gucken wir mal, wie schnell die 10 Euro weg sind oder ob der Jackpot rauskommt. Start. Den Zehner lege ich jetzt aus meiner eigenen Tasche drauf, denn die 50 Euro von der Redaktion habe ich ja schon verspielt. Aber auch mit meinem eigenen Geld habe ich irgendwie kein Glück. Spiel beendet, Geld einwerfen. Stopp. 4 Minuten und 10 Sekunden und meine 10 Euro sind weg. Naja, also insgesamt sind jetzt tatsächlich schon 60 Euro weg. Und jetzt ist erstmal Schluss, jetzt ist hier eine Ruhepause verordnet, weil irgendwie, wenn man 60 Euro am Stück reinschmeißt und verliert, dann muss man 10 Minuten Pause machen. Das ist ja auch nett von der Automatenindustrie, muss ja auch Zeit haben, um an den Geldautomaten zu gehen. Trotzdem mache ich jetzt weiter. Ich möchte in eine Spielhalle, weil während der Recherche habe ich mehrfach gehört, dass es da noch mal ganz anders zugehen soll. Also ganz andere Atmosphäre, irgendwelche Tricks, dass du da dein Geld noch schneller los wirst. Die Redaktion hat mir deswegen noch mal 50 Euro gegeben und jetzt schauen wir mal, was damit passiert. Weil Kameras in Spielhallen nicht willkommen sind, drehen wir verdeckt. Unser Kameramann trägt einen Knopflochrekorder.
Spielhallen gibt es in den Städten an jeder Ecke. In Deutschland sind es fast 250.000. Und damit wird richtig Kohle gemacht, also von den Betreibern. 2017 betrug der Umsatz etwa 31 Milliarden Euro, allein mit Spielautomaten. Tschüss. Getränke sind sehr günstig, kostet nur 1 Euro. Die Automaten sind schon mal die gleichen wie in der Kneipe. Dafür fällt mir was anderes auf. Ach, hier hast du echt kein Gefühl für die Uhrzeit, weil irgendwie alle Fenster sind verklebt. Ich könnte jetzt nicht sagen, ob es draußen hell oder dunkel ist. Mein Verdacht bestätigt sich. Spielhallen sind noch mal eine andere Nummer. Kein Tageslicht, abgeschirmte Kabinen, keine Uhren, günstige Getränke. Es ist alles darauf angelegt, dass ich lange spiele. Eine Stunde später, mit 30 Euro weniger, reicht es mir. Ich bin eher gefrustet, als Spaß zu haben. Mich hat jetzt die Spielerei nicht so gepackt. Also ich finde, den Automaten, den kannst du eigentlich nicht beeinflussen. Deswegen macht es nicht so richtig viel Spaß. Und trotzdem habe ich insgesamt 90 Euro verzockt. Also ich glaube, darauf sind diese Automaten und die Spielhallen auch ausgelegt, dass du da in aller Ruhe, abgeschottet von der Welt, dein Geld verspielen kannst. Das ist ja letztendlich auch Gerrit passiert. Der ist sogar süchtig geworden. So schlimm, dass er jetzt eine Therapie machen muss. Und so wie Gerrit geht es echt vielen. In Deutschland gelten über eine 500.000 Menschen als sogenannte Problemspieler. Besonders gefährdet junge Männer unter 25. Allein unter den 18- bis 25-jährigen Männern sind über 120.000 Problemspieler. Heute treffe ich Gerrit. Ich will wissen, wie wird man spielsüchtig und wie schafft man es wieder raus aus der Sucht? Seit 10 Wochen ist Gerrit jetzt hier und kämpft gegen seine Spielsucht. Und heute werde ich ihn durch seinen Therapietag begleiten. Hi. Hi. Sebastian. Gerrit, freut mich. Ich habe gehört, dass, wenn ihr hier in der Klinik seid, dass ihr am Anfang die erste Zeit, die ersten 2 Wochen gar nicht raus dürft. Richtig. Ihr seid nur in der Klinik, ne? Richtig, genau. Dann die ersten 2 Wochen ist man quasi eingesperrt. Mhm. Du musst dich auch ein bisschen akklimatisieren und das ist auch schon gut so. Weil du kannst ja auch Suchtdruck irgendwie in den ersten Wochen kriegen, weil viele neue Eindrücke, viel Input. Und dann gehst du irgendwie runter und hier sind ja doch schon 1, 2 Spielhallen im Ort, sodass man da auch mal hingehen könnte. Das ist schon ganz gut so. Jetzt darfst du ja raus. Jetzt darf ich raus, genau. Dann lass uns doch mal einen kleinen Spaziergang machen. Wie hat denn das bei dir angefangen? Ich glaube, ich war 18, waren wir die ersten unregelmäßig mal in der Spielhalle, in der großen, 1, 2 Euro verspielt, Energy umsonst bekommen und dann war es das. Ja, irgendwann kam der erste große Gewinn. Habe ich auch sinnvoll investiert, habe ich mir auch was von gekauft. Der erste große Gewinn? Ja. Von was für einer Summe reden wir da? Ah, es waren knapp 400 Euro. Habe mir davon noch was gekauft, habe mich sehr darüber gefreut. Was denn? Eine PlayStation. Ah ja. Eine PlayStation gekauft. Okay. Ja. Und das hat dich dann so getriggert? Klar, man gewinnt auf einmal 400 Euro. Das war dann so in jungen Jahren natürlich schon relativ viel Geld. Und irgendwie hat es dann auch Spaß gebracht. Und dann wurde es immer mehr. Dann ist man irgendwann auch mal alleine gefahren. Und irgendwann habe ich einen Schicksalsschlag im Leben gehabt, der mich dann so runtergezogen hat, dass ich dann irgendwie immer mehr mich in diese Spielhallen geflüchtet habe. Es ist halt ein geschützter Raum für mich gewesen. Mhm. Was war das für ein Schicksalsschlag? 2013 ist mein Vater verstorben. War auch alkoholkrank und ich hatte kaum Kontakt zu ihm. Und das hat mich dann trotzdem so aus der Bahn irgendwie mental geschmissen, dass ich dann immer mehr in die Spielhalle. Um dich abzulenken? Um mich abzulenken, ja. Genau. Wie oft saßt du denn da zu der Zeit in Spielhallen? Am Anfang des Monats, sobald es Lohn gab, relativ häufig. Täglich tatsächlich. Es waren noch schon mal 6, 7, 8 Stunden tatsächlich, die ich in so einer Spielhalle verbracht habe. Am Stück? Am Stück, ja. Und was hast du da so eingesetzt? Also ich bin mit mehreren 100 Euro immer tatsächlich losgefahren. Und wenn ich dann eine Pechsträhne hatte, auch mal zwischenzeitlich wieder zum Bankautomaten. Das heißt, was ist da zu deinen schlimmsten Zeiten an so einem Tag weggegangen? 1.000, 1.500. Am Tag? Am Tag. Wie hast du das gemacht? Also, du bist ja auch kein Multimillionär. Nein, der Rest des Monats war dann schon sehr übel. Mhm. Was hat dich da so gefesselt? Zum einen natürlich der große Gewinn, wenn man mal einen hatte. Was war dein größter? Größte Gewinn waren, glaube ich, 3.000 Euro. Mhm. Und wenn man dann natürlich so eine Glückssträhne hat und immer hohe Gewinne an einem Tag hatte, ist natürlich ein sehr euphorisches Gefühl für einen. Man fühlt sich gut,
man fühlt sich auch ein Stück weit irgendwie mächtig, dass man den Automaten bezwungen hat. Mhm. Und der Hauptpunkt ist bei mir gewesen, dass es halt ein sicherer Ort ist. Mhm. Es ist ein sicherer Ort, in den ich mich flüchten konnte, wenn es mir schlecht ging. Du konntest dort halt, oder ich konnte dort alle meine Sorgen vergessen. Wie viel Geld hast du insgesamt durch die Spielerei verloren? Ah, grob überschlagen in den letzten Jahren, also 150.000. 150.000 Euro hast du? Würde ich schon sagen. Versorgt? Ja. Jeden Monat. Jeden Monat alles, was ich hatte. Also du hast letztendlich nur noch gearbeitet, um zu zocken? Ja. Ja. Wann war wirklich für dich dann auch der Moment gekommen, wo du gemerkt hast, das läuft aus dem Ruder, ich muss da eigentlich gegensteuern, ich muss irgendwas machen? So endgültig war jetzt Anfang diesen Jahres, Ende letzten Jahres für mich der Punkt, okay, jetzt ist so viel in die Hose gegangen, jetzt bist du eine kurze Zeit obdachlos gewesen. Du warst auf der Straße sogar. Ich war für ein paar, ich war nicht richtig auf der Straße, aber ich hatte keine feste Bleibe mehr, ja. Und dann war ich so weit, dass ich über einen Suizid nachgedacht habe, mich dann aber doch dafür entschieden, okay, du musst jetzt endlich den Arsch hochkriegen und dir fremde Hilfe suchen. Alleine schaffst du das dann nicht raus. Ja. Und jetzt bin ich hier. Auch Sport gehört zu Gerrits Therapieplan. Durch ihn soll er wieder besser mit Frust klarkommen. Und er soll lernen, wie er sich anders beschäftigen und fokussieren kann, wenn er wieder den Drang zum Spielen spürt. Was er hier für sich entdeckt hat, mit dem Mountainbike durch die Gegend heizen. Dabei kriegt er den Kopf frei und macht sich Gedanken über die Zukunft. Wie ist denn das eigentlich jobmäßig bei dir? Ich bin zurzeit arbeitslos, aber nach der Therapie will ich unbedingt wieder arbeiten und bin schon fleißig am Suchen. Was hast du vorher gemacht? Großhandelskaufmann habe ich gelernt. Mhm. Und hast du den Job letztendlich verloren wegen der Spielsucht? Ja, weil die Leistungen rapide gesunken sind, ich mir einen großen Fehler erlaubt habe, den man nicht machen sollte. Und hast du dich dort bedient irgendwie? Ja. Hab ich. Das heißt, du hast was? In einem gewissen Maße habe ich Geld unterschlagen und habe das für meine Spielsucht eingesetzt. Ja. Aber ist ja echt Wahnsinn, ne? Wie man durch so eine Sucht, durch so ein Glücksspiel sein ganzes Leben irgendwie ruinieren kann. Du kannst dein ganzes Leben damit komplett auf links krempeln. Und zwar in einem negativen Sinne. Was steht jetzt an für dich? Jetzt steht eine Einzeltherapie auf dem Plan. Ja, bitte? Hallo. Danke. Ich bin heute der Beisitzer. Grüß Sie. Der Meinberg, hallo. Bitte, nehmen Sie Platz. Dankeschön. Mit seinem Therapeuten bespricht Gerrit regelmäßig, was die Gründe für seine Spielsucht waren. Und was er jetzt selbst aktiv tun kann, um auf keinen Fall rückfällig zu werden. Und jetzt in der Therapie, also du bist ja insgesamt 4 Monate hier. Ne? Das ist ja eine ganz schön lange Zeit. Also warum dauert es so lange, um so eine Erkrankung in den Griff zu kriegen? Naja, ich sehe es immer so, wenn man sich mal betrachtet, wie lange Leute süchtig sich verhalten, dann machen die das in der Regel viele, viele Jahre lang. Das heißt, wenn man es auf der verhaltenstherapeutischen Ebene sieht, die trainieren ein bestimmtes Verhalten über Jahrzehnte, mal so gesprochen. Und dieses eintrainierte Verhalten loszuwerden, braucht Übungszeit. Hier ist halt ein geschützter Bereich da. Es ist deutlich einfacher, abstinent zu bleiben, als in der echten Welt zu Hause. Was wünschst du dir denn ganz persönlich, wie es für dich jetzt hier nach der Therapie weitergeht? Auch für mich wünsche ich mir, dass ich wieder einen Job habe, dass ich meinen Lebensstandpunkt, meinen Lebensmittelpunkt irgendwo finde, dann einen coolen Job finde und einfach Spaß am Leben habe. Weil vorher hat die Spielsucht einfach mein Leben bestimmt. Was sich Gerrit außerdem wünscht, ein effektives Sperrsystem, das garantiert, dass er und alle anderen Spielsüchtigen deutschlandweit keine Spielhalle mehr betreten können. Die aktuelle Regelung ist uneinheitlich und leicht zu umgehen. Du bist mittlerweile gesperrt, nehme ich an? Genau. Ich habe mich in Rendsburg in Spielhallen sperren lassen. Das schon seit 2016 und habe vor der Therapie noch mal ein kleines Experiment zusammen mit einem Sozialarbeiter gestartet und bin in die Spielhallen auch wieder reingekommen. Also ich hätte ohne weitere Probleme, ohne jegliche Ausweiskontrollen, hätte ich spielen können. Das ist halt auch so mein Wunsch, dass es, wie Herr Keiner schon gesagt hat, eine zentrale Sperrdatei gibt. Mhm. So musste ich in jede einzelne Spielhalle fahren, mir dort ein Formular geben lassen, das ausfüllen. Und das würde ich mir wünschen, dass es da eine bundesweite oder zumindest eine landesweite, erstmal eine landesweite Sperrdatei gibt. Mhm. Danke, dass du mit uns so offen darüber redest. Also ich meine, das ist ja auch ein Teil der Aufklärung, absolut, die wir jetzt hier vielleicht gemeinsam hinkriegen. Ja.
Boah, Leute, ich bin echt froh, dass mir das Zocken am Automaten überhaupt keinen Spaß gemacht hat, weil ich lasse jetzt künftig definitiv die Finger davon. Die Teile sind nämlich noch viel gefährlicher, als ich dachte. Ich bin da ganz bei Gerrit, der ja sagt, es muss einfach mehr aufgeklärt werden über solche Spielautomaten. Und es braucht unbedingt so eine bundesweite Sperrdatenbank, wo also Spielsüchtige eingetragen werden, damit die nicht mehr in Spielotheken kommen. Dass es das noch nicht gibt, das ist eigentlich ein Witz und das hätte ja Gerrit auch geholfen. Und jetzt seid ihr dran. Wer von euch hat denn schon mal um Geld gespielt? Schreibt mir das doch bitte mal in die Kommentare. Und wenn jetzt jemand von euch denkt, oh, ich spiele eigentlich ein bisschen viel und habe vielleicht ein Problem, ich habe euch einen Link in die Infobox gepackt, da bekommt ihr online Hilfe. Auch immer eine Empfehlung ist natürlich, uns ein Abo dazulassen. Und wer wissen möchte, warum auch Nasenspray süchtig machen kann, der schaut sich diese Reportage an. Und hier gibt es jede Menge andere Selbstversuche.